Freitag, 11 Uhr im Best Western Ahorn Hotel Stephanshöhe in Schellerhau. Bereits zum fünften Mal findet hier, noch vor der offiziellen Eröffnung des Puppentheaterfestes am Abend, eine ganz besondere Veranstaltung statt. Die Schirmherrin des Puppentheaterfestes, Landtagsvizepräsidentin Andrea Domba, hatte sozial benachteiligte Kinder des Landkreises zum Puppentheater eingeladen. Gespielt wurde ein bekanntes Märchen des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen. Also wir sind vom Kobaltfigurentheater aus Lübeck. Meine Frau Silke Techner und ich, wir werden heute die Prinzessin auf der Erbse spielen für die Kinder. Und ja, worum es geht, weiß man. Ne? Prinzessin kommt an den Hof, keiner weiß, dass es eine Prinzessin ist. Und es wird ein Test ausgedacht, dass man doch erstmal auf einer Erbse liegen muss und die spüren muss, damit man eine wahre Prinzessin ist. Und ja, und das ist das Märchen von Hans Christian Andersen. Und das spielen wir mit Tischtheaterfiguren und zwei lustigen Hühnern, die sozusagen die ganze Sache kommentieren von der Gardinenstange des Hofes. Und die beiden Hühner haben so ihre Probleme. Das gackernde Federvieh spielte sich sofort in die Kinderherzen. Eine fantastische Inszenierung des Lübecker Figurentheaters. Und die begeisterten Kinder sind der beste Lohn für die Organisatoren. Ich bin vor 5 Jahren angesprochen worden, die Schirmherrschaft für das Puppentheaterfest zu übernehmen. Und dann hat sich das durch Zufall ergeben, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich auch Kinder mal mit einbeziehen, die relativ wenig Möglichkeiten haben, sowas zu erleben. Und es gibt ja mehrere heilpädagogische Tagesstätten bei uns hier in der Region. Und wir haben die Leiterinnen angesprochen und gefragt, ob sie Interesse haben, mit den Kindern zu kommen. Denn wir brauchen ja die Erzieherinnen und Erzieher und die Leiterinnen auch dazu, die sich dann bemühen. Als wir dann hier vor Ort sozusagen Asyl gefunden haben, das ging alles ganz unkompliziert, weil wir ja auch eine Spielstätte brauchten, hatte Frau Schubert damals angeboten, ach ja, das ist schön, dann würde ich gerne das Mittagessen für die Kinder ausgeben. Und das ist auch immer ein ganz toller Erfolg, weil die Kinder sowas eben auch in der Form nicht immer erleben. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt das fünfte Mal. Ich habe 5-mal die Schirmherrschaft und habe das jetzt auch das 5. Mal mit den Kindern, mit den benachteiligten Kindern gemacht und suche mir jedes Jahr einen Partner, der ein Stück mit finanziert, weil das ja auch alles finanziell getragen werden muss. Die Kinder werden ja auch mit Bussen gebracht und so weiter und bekommen ja nach dem Mittagessen auch nochmal ein bisschen was zur Freude. Heute wird wieder gesungen mit dem Musikverein von Bannewitz. Und da hat sich dankenswerterweise der Herr Lielensick dieses Jahr bereit erklärt, das mit zu unterstützen. Da musste ich nicht lange überlegen. Ja, ich meine, einerseits finde ich das Puppentheaterfestival eine ganz großartige Sache, ja, dass wir auch, sag ich mal, hier an der Stelle ein sehr, sehr ein wunderbares kulturelles Event im Osterzgebirge haben und natürlich diesen Ansatz und diese Idee eben für Kinder, die sonst sowas nicht erleben, zu initiieren, das fand ich klasse. Und da habe ich, glaube ich, spontan ja gesagt, ganz okay, spontan. Da sind wir dabei und das unterstützen wir. Und ich kann dir eigentlich jetzt auch schon sagen, dass wir das auch im nächsten Jahr wieder machen werden. Also ich hoffe, dass das noch sehr, sehr lange, sagen wir mal, fortgeführt wird. Finde ich eine ganz tolle Sache, einmal für die Unterstützung überhaupt der Idee, dieses Puppentheaterfestival hier in der Region zu installieren, auch diese Kontinuität zu haben, weil inzwischen haben wir ja in den Hotels oder Pensionen schon Gäste, die darauf gezielt buchen. Und sagen wir mal, aus unserer touristischen Sicht ist das ja ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich für uns auch eine Selbstverständlichkeit gewesen, das zu unterstützen, und das möchten wir weiterhin. Und ja, einmal ging es um die leuchtenden Kinderaugen, aber ich finde auch, dass man vielleicht so ein kleines oder einen kleinen Hauch Urlaub vielleicht mal den Kindern zum Mittagessen mitbringt, wenn sie dann an den gedeckten Tischen sitzen, bedient werden, und naja, es ist schon vielleicht was Besonderes, ne? Und es ist toll, wenn das weiter so geht. Auch die Puppenspieler aus Lübeck sind gern zum Puppentheaterfest angereist. Für sie ist besonders die Region ein Erlebnis. Also es ist für uns vor 2 Jahren eben wunderbar gewesen. Deshalb haben wir auch gleich zugesagt, als Herr Helwig nachfragte, ob wir uns wieder beteiligen können. Auch die Aufführung hier für die Kinder, die ein bisschen Lernschwierigkeiten haben, es war eine total super Aufführung letztes Mal mit dem Süßen Brei. Und wir finden das Festival einfach unheimlich familiär und homogen. Und die Ecke ist schön. Wir haben auch schon Urlaub hier gemacht, weil ich also einfach die Landschaft sehr schön finde.